Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge The Forest. Ich habe heute meinen ersten Twitch-Stream mal ausprobiert. Den Link zu dem Twitch-Account findet ihr oben im Banner auf meiner YouTube-Seite. Das heißt, wer da mal reinschauen möchte, da habe ich nicht so viel gemacht. Das Video geht, glaube ich, so 10 Minuten, 12 Minuten rum. Verstand sich auch so ein bisschen A als Ankündigung, B als Test. Weil da gibt es extrem viel einzustellen, extrem viel herauszufinden. Da muss ich sicherlich noch das eine oder andere optimieren. So, aber wer es sich mal anschauen möchte, da werde ich die ganze Farmerei auslagern, nicht ständig, denn auch beim Farmen trifft man ja oft auf Eingeborene und von daher, aber um das ganze Gefarme nicht immer hier zu zeigen, da habt ihr schon recht, weiche ich da so ein bisschen aus. Das heißt, auf Twitch können auch mitunter Folgen sein, die sehr spannend sind, wenn man eben in irgendwelche Eingeborenen reinrennt. Ich werde die Twitch-Streams auch auf Twitter, weil es da eine Funktion gibt bei Twitch, ankündigen. Das heißt, wer das Ganze live sehen will und dann im Chat irgendwas schreiben möchte, worauf ich dann eingehen kann, weil es halt live ist, der sollte, wenn er Spaß dran hat, an Twitch, auf Twitter folgen, sowie auch auf Twitch. Dann kriegt er auf jeden Fall mit, wenn ich gerade live streame. Weil wie gesagt, ich drücke da bei Twitch nur einen Button, dann kommt die Twitter-Mitteilung. Das geht ja instant, wird ja sofort verteilt an alle, die auf Twitter folgen. Und somit verpasst man dann keinen Livestream, wenn man denn dann Zeit hat und es überhaupt sehen will. Wenn das gut ankommt, werde ich zwischendurch, so je nachdem, wie ich mal Zeit habe, vielleicht auch DayZ mal streamen. Das ist so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ein bisschen interaktiver, weil da ja ein Chat ist. Bei DayZ werde ich nicht groß chatten. Das wird nicht funktionieren, weil da bin ich ja schneller tot, als ich gucken kann. Aber hier bei The Forest kann ich zumindest den Chat lesen zwischendurch. Ich habe da einen zweiten Monitor beziehungsweise so ein kleines Laptop mit einem Monitor und dort kann ich das dann sehen und kann dann sozusagen ja per Stimme antworten. Ne? Nicht tippen, sondern eben sprechen. Ich weiß nicht, wie sehr das verzögert ist. Nur ein Stück mehr können wir nicht mitnehmen. Wie sehr das verzögert ist, ich habe da noch keine Erfahrung. Müssen wir einfach mal ausprobieren. Also, A, wer diese Twitch-Streams sehen möchte, der sollte auf Twitter folgen. Und B, dann halt auch auf Twitch. Gut. Genug getwitcht, jetzt sind wir bei YouTube und ich gucke mal so nach dem Rechten auf der Insel. Mal schauen, was war, ach du Scheiße, wie sehen wir denn aus? Erstmal was essen, was hier so auf der Insel los ist. Hier haben wir ja unser kleines Zeltlager, wir werden jetzt aber mal so ein bisschen links davon bleiben. Ah, guck mal an, da ist noch ein Stückchen Strand. So, jetzt können wir mal wieder laufen. Ich suche ja immer noch dieses verdammte Schiff. Und nicht das. Das haben wir schon gesehen. Bisschen Energie sparen und weiter geht's. Sondern diese Yacht, die an irgendeinem der Strände
ja nun mal liegen muss, es sei denn, sie ist rausgepatcht. Da ich mich aber selber nicht spoilern will. Oh, was ein Berg. Lese ich dazu auch nicht groß nach, sondern laufe einfach los. Zur Not, wenn es gar nicht will, müssen wir uns eben so eine notdürftige Unterkunft bauen, wenn wir jetzt zu weit weg sind und noch ein kleines Lagerfeuer. Dafür nehmen wir vielleicht schon mal den ein oder anderen Stein mit. Damit wir das dann schnell zusammenschustern können. So. Hier haben die Eingeborenen aber auch ganz schön gerodet, glaube ich. Und da war noch ein Stein, den nehmen wir mit. Kurz luren, was wir jetzt hier haben. 3 Steine. Das reicht, glaube ich, noch nicht. Mal gespannt. Ach, guck an. Okay, die Grafik baut sich so ein bisschen auf. Sah erst aus wie ein Wasserfall. Na, hier sieht man jetzt auch so ein paar Grafikglitches. Ne? Ist ein bisschen unrund. Aber das ist bei einer Alpha ja nicht weiter schlimm. So, da vorne stehen meine Nachbarn. Wir sind ja ganz dicke Homies hier. Ganz tolle Beziehung zwischen uns. Die haben mich zum Fressen gern irgendwie. Ich weiß nicht, kann man da worüber schwimmen? Okay, okay, okay. Ist nicht vorhanden. In diesem Bild. Das heißt, in diese Richtung brauchen wir nicht weiter. Da vorne will ich nicht hin. Also laufen wir mal ein Stück zurück. Ich will ja meinen Nachbarn auch nicht auf den Sack gehen. Ne? Ständige Besuche von mir und so. Da haben die sicherlich keinen Bock drauf. Nee, mehr Steine können wir nicht mitnehmen. Genau, da ist dieser Teich. Das ist übrigens auch die Musik aus dem Ladescreen. Jetzt haben wir noch ein Stückchen genommen. Jetzt wird es aber düster hier. Was haben wir denn da? Wie eine Höhle, ne? Täuscht. Ist direkt ein wenig beängstigend. Hier so allein im Wald, im Dunkeln, die Sonne geht gleich unter. Aber es sieht ziemlich cool aus. Oh, die geht aber schnell unter jetzt. Jetzt rennen wir bestimmt gleich in irgendeine Patrouille. Die sind nachts ziemlich aktiv. Pass auf, ich hau mir nochmal den letzten Schokoriegel in die Figur. Diese blöden Bäume, ne? Wenn man da so guckt, das sieht teilweise echt aus, als wenn da einer steht. Ja, wir haben es gleich geschafft, sind gleich an der Hütte. Die Insel scheint nicht so riesig zu sein. Aber sieht schon irgendwie grafisch ganz nett aus, finde ich. So, apropos grafisch nett aussehen, was ist denn das? Eine Liane? Können wir die vielleicht irgendwie...
Ne, als Seil? Ne, auch nicht. Grafische Qualität bei Twitch. Jetzt will ich mal was probieren. Reicht das hier von der Höhe, um da... Ja, reicht's. Das heißt, meine netten Nachbarn, die Flodders. Oh, guck mal an. Wie romantisch. Kann ich das eigentlich aus dem Fenster sehen? Nee, kann ich nicht, ne? Schade. Boah, die Sonne geht aber extrem schnell unter. Und die Fische, die werden noch angestrahlt. Sieht man hier so. Okay, grafische Qualität auf Twitch geht nicht besser, weil... schnell nochmal einen Fisch backen. Weil ich zwar eine 150.000er Leitung habe, aber nur 5 Megabit Upload. Und man braucht für eine relativ gute Qualität, ich glaube, bis zu 8 Megabit Upload. Und von daher muss ich in 720p aufnehmen. Weil sonst reicht meine Leitung eben nicht. Das heißt, wenn ich Livestreaming machen will, und das ist es ja, dann erstmal pennen. Ah, die Sonne geht auf, war wohl keiner hier. Wenn ich Livestreaming machen will, und zwar so, dass der Stream auch nicht ständig nachlädt und hakelt und dann halt unbetrachtbar wird, muss ich eben auf 720p zurückgehen. Eine schnellere Leitung geht hier nicht. Von daher, man kann wohl bei Twitch, ich glaube für 8 US-Dollar, hey, Kopfi will wieder nicht brennen, für 8 US-Dollar wohl noch so ein Burst kaufen. Das würde ich allerdings erst wirklich dann machen, wenn ich auch Minimum 8 Dollar damit verdienen würde, weil der Rest hier, das ist schon teuer genug. Das muss man erstmal wieder reinverdienen, was man da alles ausgegeben hat, um überhaupt YouTube-Aufnahmen zu machen. Und da auch ich kein Geld drucken kann, würde ich davon zunächst erstmal noch absehen. Und sollte das gut laufen, dann werde ich mal sehen, dass ich diesen Burster dazu nehme. So, jetzt will ich mir noch mal hier diesen komischen Baum angucken. Der sieht ja schon, was ist denn das? War das ein Schokoriegel? Ja, nicht doch hier einfach ein. Und Geld liegt hier auch rum. Wofür das Geld sein soll, weiß ich auch nicht so genau. So, ich gucke mir weiter mal noch die bisschen die Gegend an, ach, was ich mal geguckt haben wollte. Ob hier irgendwo eine Höhle ist, wo die rauskräuchen. Da gehen wir lieber nicht runter. Da könnten wir uns wahrscheinlich ein Beinchen brechen. Und ich habe hier keine Morphininjektoren. Ne? Ja, schlecht. Wohl, eine Mosin wäre hier auch mal was. Da könnten wir die... Ah, das ist überhaupt hier. Ah, da haben wir noch ein Loch, wa? Kann man da am Ende durchschlüpfen? Na, Kopf, brennst du jetzt? Nö. Mal gucken, ob man da irgendwie sich durchmogeln kann. Ja, da kann man einfach vorbeigehen. Wie geil. Ja, und in die Flamme rennen. Autschen. Ah. Los, geh schwimmen. So, jetzt hat er sich gelöscht.
Okay, wir werden jetzt auf jeden Fall trotzdem ein bisschen farmen müssen. Und zwar Schokoriegel. Weil das ist das Beste, so wenn man unterwegs ist. Und Mollys muss ich mir auch noch bauen. Ja, da wo Tennisbälle drin sind, das nehme ich gar nicht erst auf. Und jetzt bei allerbestem Wetter. So, genug Schokoriegel. Jetzt basteln wir noch ein paar Mollys. Uns wehren können. In die Richtung sind wir letztes Mal gegangen. Da sind wir heute. Jetzt gehen wir mal einfach in diese Richtung hier. Ich kann mir noch nicht so wirklich einen richtigen Überblick verschaffen, wie groß die Insel ist. Im Endeffekt ist aber, wir sind ja eben schon mehr oder minder an die Grenze gekommen, wo die Spielwelt noch ausgebaut wird mit einem der nächsten Patche. Hier waren wir auch schon. Da laufen wir jetzt mal dran vorbei. Hier ist so eine vollkommen kahle Stelle. So, da waren wir, glaube ich, auch schon. Sollte ich mal vorsichtshalber die Axt in die Hand nehmen. Sieht auch schön aus, so. Hier waren wir. Waren wir hier schon? Sieht ja auch alles so ein bisschen gleich aus. Man hatte relativ wenig Orientierungspunkte in so einem düsteren Wald, ne? Außer Bäumen, die sich ähneln. So, hoffentlich rollt der Stein da nicht runter. So. Ich könnte mir, ich habe ja so eine Vermutung, wo wir jetzt rauskommen. Ja, hier waren wir nämlich, glaube ich, auch schon. Wenn da oben jetzt eine einzelne, ja, da steht sie. Oh. Guten Tag. Ich bin's, der Nachbar. Nö, ich weich mal aus. Vielleicht. Mal gucken. Ich gehe mal da runter, vielleicht. Kommen wir da irgendwie weiter? Vielleicht kann man da rüber. Werden wir jetzt sehen. Vielleicht warnt er auch gleich wieder. Saufen wir eigentlich einfach nur ab? Nö. Okay, er schwimmt.
geht aber in Wahrheit. Okay, das könnte dauern, deswegen schwimmen wir da nicht. Umlaufen das Ganze. Gott, das dauert ja wirklich elendig lang. So, das sieht doch schon besser aus. Da drüben gibt es so eine kleine Landverbindung. Da laufen wir mal rüber. So. Sind wir aber eigentlich schon rum mit der heutigen Folge, aber ich will trotzdem mal wissen, ob wir da rüberkommen. Das nehmen wir eben noch auf. So, ja, wem es gefallen hat, der kann ja gerne einen Daumen hoch da lassen. Und wer die anderen, wir kommen hier rüber, die anderen Folgen sehen möchte, der kann ja dann auf Twitter, damit er mitkriegt, wenn ich live streame, und auf Twitch folgen. Und dort gibt es dann, wie gesagt, jetzt so unregelmäßig mal The Forest und wahrscheinlich in Zukunft, wenn das dort ankommt, also wenn ihr daran teilnehmt, halt auch mal ein paar DayZ-Streams. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Au, das ging ins Ohr. Und ciao.